Hallo Leute, willkommen hier zu dem Buchstaben Z. Ja, das ist ja fast wie bei der Sendung mit der Maus hier. Aber nein, heute machen wir quasi nochmal so eine Bonusfolge. Nämlich großes Thema bei Midgard sind natürlich auch die Zwerge. Und die sind ja quasi als, ja, die leben so neben den Menschen her und unter ihnen sind aber ein ganz wichtiger Bestandteil. Und heute als Vertreter der Zwerge ist anwesend der Thomas. Hallo Thomas. Hallo, du. Jo, ich habe euch hier auf der Karte mal die roten X gemacht, wo überall Zwerge vorkommen. Das rote X in Nahuatlan haben wir schon mal genauer besprochen in der Folge zu Nahuatlan, die ihr unter diesem Video in der Infobox findet. Da ist die Playliste von Midgard, die Welt. Da findet ihr alle Folgen alphabetisch sortiert. Auf die Zwerge. Wir gehen aber jetzt hauptsächlich auf die Zwerge oder du vielmehr. Ich kenne natürlich die Zwerge von Herr der Ringe und auch vielleicht von DSA ein bisschen so. Was das jetzt bei Midgard so ganz genau ist, da bin ich mir auch noch so unschlüssig. Ich spiele immer so ein Mischmasch. Ich spiele so ein Fantasy-Mischmasch, sage ich jetzt mal. Komme bis jetzt ganz gut klar damit. Aber wir werden jetzt mal genau darauf eingehen, was hier überhaupt abgeht. Ja. Jo, da würde ich sagen, leg mal los. Wir haben keine Struktur in dieser Folge. Leg einfach mal los, wo du denkst, damit sollten wir grundsätzlich anfangen. Ja, dann fange ich mal damit an. Du hast mich als Vertreter der Zwerge vorgestellt. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich nicht vorhin noch rasiert. Das war ja dann echt ein Ja, absolutes gut. Kapitalverbrechen. Ja, gut, aber Ja. also bitte, wenn wir über die Zwerge reden und du rasierst dich vorher, dann ist das ist ja doch brutal. Haben wir Halblinge, hätte man machen können dann. Das ist sowas. Kann ich dir auch ein bisschen was zu erzählen, aber ich glaube, das sollte nicht Thema der heutigen Nee, Folge sein. nee. Obwohl die Halblinge und die Zwerge ja durchaus sich einigermaßen mögen. So. Also das sind schon so ein. Die können schon als Team auftreten, sagen wir es mal so. Ja, ist richtig. Die liegen auch geografisch relativ dicht beisammen und unterhalten freundschaftliche Handelsbeziehungen, sodass da ohnehin schon mal ein gewisser Anknüpfungspunkt besteht. Ja, also sehr positives Verhältnis so. Aber das ist ja meistens bei den, bei diesen, sagen wir mal, Tolkien-Völkern. Ich nenne sie mal Tolkien-Völker. Außer natürlich mit den Elben. Ist das hier auch so bei Midgard? Das ist hier auch so. Es ist nicht ganz so stark überbewertet, aber es ist tatsächlich so, dass ich aus der uralten Geschichte heraus eine gewisse Spannung ableitet, da in einer der entscheidenden Kriegen, die die Zwerge zu Vorzeiten geschlagen haben, sich die verbündeten Elfen aus Sicht der Zwerge aus dem Staub gemacht haben, sodass man ihnen das ja teilweise bis heute hin grollt. Ja, das nur ein kleiner Exkurs, wie es bei DSA zum Beispiel ist. Da war beim Orkensturm, da sind die Zwerge abgerückt von der Brücke, haben dadurch die Flanke freigegeben und das fanden die dann nicht so gut. Also, naja, okay, aber wir sehen jetzt hier schon an den Xen, dass die Zwerge hauptsächlich im Norden verteilt sind. Ja. Und erstmal, ja gut, also ich gehe einfach davon aus, dass jeder weiß, was Zwerge sind. Also Zwerge, aber ich würde es trotzdem nochmal sagen, einfach zur Sicherheit. Also Zwerge sind auch die Zwerge, die es bei Tolkien gibt. Die Bärtigen, die Bergleute, unterirdisch viel Schmiede, Runen, dicke Rüstung und Hass gegen Drachen. Und nicht ganz so groß wie Menschen. Das hast du super Ja. zusammengefasst. Damit hab ich jetzt gar nichts mehr, was ich so auch selbst erzählen Ja gut, das war sollte. die Folge über die Zwerge. Nein, aber Nein, ich will, du hast ja, es aber richtig auf den Punkt gebracht. das Die reicht Sache ja ist. erstmal schon, weißt du, ich denke mir, wenn, vielleicht ist wirklich jemand dabei, der keine Ahnung hat, das glaube ich zwar nicht, aber wenn, dann ist er jetzt dabei. Okay. Man muss halt sagen, die Zwerge sind ein absolut klassischer Fantasy-Topos, der auch bei Midgard eigentlich nicht aus der Art schlägt. Das muss man sicherlich so ein bisschen von der Mentalität her, begreifen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich als Spieler habe
in meinen Gruppen, aber auch auf vielen, vielen Cons immer wieder festgestellt, dass von den nichtmenschlichen Figuren mit Abstand Zwerge am häufigsten vertreten sind. Ja, logisch, ja. Sind ja auch, ehrlich gesagt, am einfachsten. Genau das ist es. Es rührt nämlich daher, dass die Zwerge einfach ein gutes, festgefügtes Bild mitbringen, das sich sehr leicht als Spieler am Tisch darstellen lässt. Man hat klare Strukturen, man hat Charaktereigenschaften, die man den Zwergen nachsagt, die sehr vorteilhaft sind, wenn es um die Spielanlage eines Helden geht. Ne? Mhm. Es ist deutlich bodenständiger als ätherisch abgehobene Elfen. Ne? Und man kann sich sehr leicht mit klassischem Gut-Böse-Schema, also Feindschaft mit Orks, ja, ja, ja. Drachen, das genau. Streben, ja. Ja. Das Streben nach Reichtum, das in jedem von uns irgendwo steckt, aber das lässt sich bei den Zwergen natürlich besonders herauskehren. Der Stolz und das ganze Gewese, das man um die eigene Barttracht macht, das sind einfach sehr einfache, schlichte Elemente, die man sehr gut aufgreifen und darstellen kann. Mhm. Und das macht dieses nichtmenschliche Volk einfach so leicht zugänglich. Ne? Und vor dem Hintergrund muss man sich generell relativ gut überlegen, dass wenn man in seiner eigenen Fantasy-Welt Zwerge auftreten lässt, inwieweit man diese von dem, was durch ursprüngliche nordische Mythologie, letztlich aber doch am stärksten überformt von Tolkien, was man davon, wo man Abstriche machen möchte oder wo man das verändern möchte. Weil je weiter man von diesen klassischen Vorbildern weggeht, umso eher fremdeln Spieler damit und meinen, na gut, die sind vielleicht klein, aber mit Zwergen haben die nichts mehr zu tun. Ne? Ja. Das ist ein ganz, ganz fest geprägtes, ja, Bild, was Zwerge darstellt, und das wird von Midgard auch in jeglicher Form bedient. Das muss man mal, ja, wenn man jetzt mal genau drüber nachdenkt, so wie du es jetzt sagst, wenn ich drüber nachdenke, egal ob das Schwarze Auge, Midgard, Herr der Ringe natürlich, das ist klar, sogar bei Dungeons and Dragons oder bei Warhammer, selbst bei Warhammer, die echten Scheiß auf diese Tolkien-Fantasy geben, die wirklich alles durcheinander mischt, so wie sie es gerade brauchen und wollen, und wo es dann auch Rattenmenschen gibt und die Orks sind grün und groß und haben dicke Muskeln und sehen halt komplett anders aus als alles. Aber die Zwerge sind trotzdem immer noch die klassischen Zwerge. Ja? Da kann man schon fast, die kann man fast 1:1 in allen Rollenspiel-Settings übernehmen, ja, wenn so wie sie bei Warhammer sind. Ja? Und das stimmt, ja. Es ist für Spieler relativ einfach. Es wirkt einfach. Weil ich finde, dass es schon anspruchsvoll sein kann, einen Zwerg zu spielen. Weil man muss die Andersartigkeit ja irgendwie spielen. Aber man kann ja nicht die ganze Zeit nur maulen oder stur sein oder sonstige Dinge. Man muss halt sich schon ein bisschen an die Sichtweise, eine andere Sichtweise der Welt so ein bisschen so reinversetzen, ne? Also ich finde es jetzt, ich weiß, dass es so ist, der 0815-Zwerg ist auch einfach darzustellen, sage ich jetzt mal für jeden, und es ist auch nicht schlimm, ja, ist halt ein absolutes Klischee, aber so einen richtigen Zwerg mit richtig Tiefgang, das ist schon wieder eine Herausforderung. Ja. Ich habe mich dieser Herausforderung vor einigen Jahren und bis heute gestellt. Ich habe eine Zwergenhändlerin, die ich momentan verkörpere in der einen oder anderen Runde, mit Bürstenhaarschnitt, Latzhose und so einer richtig schön schnottrigen Art. Mhm. Da immer eine bestimmte Politikerin im Kopf, deren Namen hier aber gar definitiv nicht fallen wird. Ja? Und ich habe unglaublich viel Freude, gerade damit immer wieder verschiedene klassisch männliche Elemente, die man den Zwergen so anhaftet, so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Mhm. Was, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so ab vom Schuss so, ne? Aber deine Beschreibung jetzt erstmal so dieser Zwergin ist jetzt auch nicht so extrem klassisch, wenn du sagst so mit Latzhose und sowas. Aber ich sehe es jetzt, weil ich es jetzt gerade hier auch in der Diashow habe, ich fand zum Beispiel auch, dass die Zwerge aus diesen Hobbit-Filmen, die ich jetzt nicht so gut finde, aber dass die mal so eine neue Facette auf diese Zwerge geworfen haben.
Weil ich weiß nicht, ob du die vor deinem inneren Auge hast, diese Zwerge. Ja, ja. Es ist natürlich klar, wenn ich einen Film mache, muss ich eine Wiedererkennbarkeit darstellen. Wie mache ich das jetzt, wenn ich elf Kleinwüchsige habe, die alle Bärte haben, ja? Also da fängt es schon an. Ich kann ein bisschen mit der Haarfarbe arbeiten, ich kann mit der Gestalt arbeiten, dick oder dünn, und dann wird es schon eng. Ob der eine hat mal eine Rüstung an, der andere nicht so. Und die haben echt eine schöne Palette an Zwergen präsentiert, die mein Bild bereichert hat. Also jetzt nicht alle, aber viele Sachen sage ich, das ist echt eine schöne Idee auch, ja. Und dementsprechend ist auch der Zwerg natürlich popkulturell er bewegt sich popkulturell eher genauso langsam wie auch im Spiel, aber es tut sich was. Ja? Okay. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe den Begleitband zu der Hobbit-Verfilmung hinsichtlich der künstlerischen Konzeption, die da hinten dran steht. Ja. Und da ist sehr schön in Skizzen dargelegt, wie man die einzelnen Zwerge dort mit ganz spezifischen Merkmalen versehen hat, um ihnen genau diesen etwas reicheren Hintergrund zu geben, der uns, also nicht nur dir, sondern auch mir, tatsächlich auffällt, dass die dieses klassische Bild nochmal ein bisschen mit mehr Tiefgang. Ja, weil dann ist nicht jeder Zwerg ein Abziehbild vom anderen, sondern die sehen schon sehr unterschiedlich aus, genau wie bei den Menschen auch. Manche haben auch Bartausfall oder rasieren sich auch den Bart in verschiedenste Formen. Finde ich auch cool irgendwie, ne? Also, aber ich meine, das geht jetzt zu weit, aber das ist bei mir genauso mit den ganzen neuen Star Wars Filmen, die rauskommen. Ich scheiß auf die Filme, ich finde sie nicht gut, aber das erweitert mein Rollenspielraum natürlich immens, weil da immer neue Raumschiffe dazukommen, immer neue Ideen und da kann ich mich bedienen, ja? Und das finde ich halt, das so sehe ich das. Dementsprechend reg ich mich auch über die neuen Star Wars Filme oder über Hobbit nicht auf. Ne? Okay. Aber lass uns jetzt zurückkommen. Okay, also ich würde sagen, was haben denn alle Zwergenvölker in Midgard gemeinsam? Außer jetzt die Nauatlan, die klammern wir aus. Das ist ja ein Sonderhaufen. Ja. Dann versuche ich doch einfach mal in möglichst wenig Worten genau das wiederzugeben, was wir eben immer wieder angerissen haben und mit Schlagworten wie in allen Rollenspielen gleich, von Tolkien inspiriert und so immer wieder mal beleuchtet, aber noch nicht in Worte gefasst. Genau, was wir so oberflächlich nur angerissen haben, genau. Zwerge sind klein. Zwerge sind klein. Sie sind kräftig, ziemlich zäh und widerstandsfähig. Also fest verwurzelt in der Erde in gewisser Weise. Sie sind das alte Volk. Sie gelten als das älteste Volk Midgards. Gelten nicht nur, ist tatsächlich so, wenn man den Weltenband gelesen hat. Sind Fremden gegenüber sehr verschlossen, was auch dazu führt, dass sie bevorzugt die Kommunikation in den Sprachen andere führen, wenn diese anwesend sind, um erst gar nicht in die Versuchung zu kommen, irgendwelche Geheimnisse zu verraten. Aber nicht komplett aus der Welt raus. Sie sind auch freundlich und gastfreundlich auch und ja, ohne Frage. Also ich meine jetzt nur, ne, natürlich, Zwerge sind die sind zurückgezogen, die leben in ihren eigenen Städten, in ihren eigenen Königreichen. Das heißt aber nicht, dass sie natürlich auch Freunde aus anderen Kulturen haben, dass sie auch im Wirtshaus sitzen und lustige Geschichten erzählen. Also das sind jetzt nicht nur die, genau, die da sich isolieren einfach. Ne? Also das wollte ich jetzt nur nochmal. Das ist richtig. Ja, nee, das ist gut, das wollte ich auch nicht so darstellen. Wichtig ist nur, dass man so gut wie keine Abenteuer findet auf Midgard, wo man in Zwergenstädte zum Beispiel eingeladen wird als Nicht-Zwerg. Das ist nicht typisch. Und dass man einen Zwerg Dwarsgar sprechen hört als Nicht-Mensch, als Nicht-Zwerg, ist auch untypisch, weil sich die Zwerge eben den anderen, sie umgebenden Völkern in der Hinsicht anpassen. Und dort mit anderen freundlich sich zwar austauschen, aber ihre eigene Kultur in erster Linie sich nur unter ihresgleichen abspielt. Was man auch mitbekommt, wenn man nicht der Kultur der Zwerge angehört, ist
Der hohe Stellenwert, den die Bärte einnehmen bei den Männern. Nicht umsonst gilt der Bart des Zwerges als dessen Kind. Da wird gebürstet, gezupft, gemacht, geschmückt mit diversem Gold, Silber, anderem Geschmeide oder Edelsteinen, Perlen etc. Da ist der Fantasie, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das ist übrigens eine schöne Anekdote. Du willst ja auch immer wieder mal so verschiedene Anekdoten hören. Klar. Als ich 16 oder 17 war, ziemlich ganz am Anfang an meiner Rollenspielzeit, tauchte am Spieltisch die Frage auf, ob denn die Zwerginnen auch Bärte hätten. Ach, das ist typische, das kommt aus Herr der Ringe raus. Ja, ohne Frage, weiß ich. Ne? Ich konnte es trotzdem nicht beantworten. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe zuletzt einen Gildenbrief bekommen, da steht eine Hotline. Man kann tatsächlich den Chefredakteur des Gildenbriefes, also der, der es vor mir damals gemacht hat, so, ja, den kann man anrufen und fragen. Wie diese Nintendo-Hilfe-Hotline hier. Wenn du bei Turtles nicht weitergekommen bist, hast du bei Nintendo angerufen, die haben dir gesagt, wo du lang musst. Da habe ich angerufen, ja, bei Alexander Huiskes. Und ich weiß nicht mehr, wer damals im Apparat war. Es hieß nur, ja, der Alex, der sei noch in der Schule. Er ruft zurück. Ich war dann etwas irritiert und dachte mir, Mann, guck mal, der ist so alt wie ich. Wow, der geht noch in die Schule. Ich habe erst später herausgefunden, dass er Lehrer war. Okay. Aber er hat zurückgerufen und wir haben uns tatsächlich wieder ein bisschen darüber unterhalten. Und ich habe erfahren, dass die Zwergenfrauen Midgards keine Bärte haben. Ja, da bin ich auch froh drum. Das ist so albern. Wobei, gerade weil wir es vorhin hatten, dieses Konzeptbuch von dem Hobbit, da sind tatsächlich Zwerginnen mit so leichtem Bartflaum dargestellt. Das ist durchaus auch als ansehnliche Lösung. Hat mich das echt überrascht. Ja. Also jetzt kein Rauschebart, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, ne? Nee. Aber das ist schon eine feminine Art, einen leichten Bart zu tragen, also einen Damenbart. Ne? Also das fand ich relativ interessant. Aber das führt jetzt doch ein bisschen weit weg. Nee, das führt gar nicht so weit weg, weil das genau so eine Sache ist, die ich jetzt eben meinte, mit einem richtigen Zwerg zu spielen, ist dann doch nicht so leicht. Ja? Also nicht dieses Abziehbild-Klischee. Weil diese Denkweise, da muss man sich reinversetzen. Ja? Wir als Menschen finden das und das attraktiv. Aber wenn ich ein anderes Volk spiele, müsste ich auch dann sagen, ich finde dann auch Damenbart attraktiv. Jetzt, wenn man es auf die Spitze treiben wollte, ja, müsste sich dann halt wirklich in dieses Konzept reindenken. Ja. Ja. Also, so weit, also ich gehe teilweise so weit, ja, aber das macht halt nicht jeder. Aber wenn man es genau nimmt, ja, müsste man sagen, okay. Jo. Gut, bei Midgard ist es zum Glück nicht so. Du sagtest, sie sind sehr widerstandsfähig. Das drückt sich bei Midgard auch so aus, dass sie gewisse Resistenzen haben, glaube ich, gegen Krankheiten. War das richtig? Gegen Magie, gegen Krankheiten, gegen Gifte, genau. Haben sie höhere Resistenzen? Sie sind nicht immun, aber robuster einfach. Was sonst noch relativ typisch ist, ist natürlich ein relativ stark geprägtes Charakterbild. Zwerge gelten grundsätzlich als bodenständig, ernsthaft, verlässlich, ausdauernd, geduldig, natürlich auch in gewisser Weise starrsinnig, bisweilen durchaus steifnackig und beratungsresistent. Auch etwas, ich glaube, niemand von uns hätte ernsthaft Lust, mit jemandem, der derart penetrant auf seiner Meinung pocht, zu diskutieren. Aber so jemanden mal spielen als Zwerg, das finde ich man dann schon wieder eher sympathisch. Ne? Hm. Das ist gerade immer wieder mal interessant, solche Sachen zu sehen. Das ist halt eine Extreme. Und Extremen sind halt im Rollenspiel das Leichteste. Ja. Also extrem gut zu spielen, extrem böse zu spielen, ist auch das Einfachste, weil du dann immer das Negative tust und so. Das ist halt das Schwierige, ne? Dass man den Zwerg dann... Er muss ja trotzdem funktionieren im Kontext. Ja. Schwierig, ist schwierig. Ich runde das gerade noch ab. Relativ bekannt und berühmt sind Zwerge für ihre Steinbau- und Metallkunst, Schmiedearbeiten.
passt so ein bisschen dieses Selbstverständnis der Zwerge als Weltgestalter bzw. Kulturschaffer. Daraus abgeleitet letztlich der Drang, einen persönlichen Hort anzuhäufen, Reichtum zu sammeln, der in gewisser Weise so ein bisschen auch für das eigene Selbstwertgefühl steht. Ja. Und ja, letztlich nicht wichtig. Wie bitte? Der Hort ist ganz, ganz wichtig. Denn bei Midgard ist es so, dass ein Zwerg einen Hort anlegen muss. Und er kann nur aufsteigen, wenn er einen gewissen Wert an Hort hat. Und das führt dazu, dass zwergische Spieler generell schon immer weniger Gold haben als andere Spieler, weil sie ja den Hort anlegen müssen. Das führt aber auch dann dazu, dass sie ja trotzdem lernen und aufsteigen wollen, für das sie Gold brauchen. Das heißt, der Spieler wird durch so eine einfache Mechanik schon dazu gezwungen, ein wenig goldgieriger zu sein als vielleicht ein anderer Spieler. Ja? Das ist super gut. Und jetzt sage ich dir noch was, das war aber eine Hausregel, das wusste ich nicht. Wir haben das immer so gespielt und so machen wir es auch jetzt in den neuen Gruppen, weil die fanden das alle fantastisch, dass auch in unser Hort, wenn ich einen Hort als Zwerg anlege, sind auch Geschichten ganz wichtig natürlich, ja. Der Hort ist ja nicht nur ein Schatz, sondern der Hort ist auch der Zahn eines Mammuts, das ich erlegt habe und dann diese Geschichte im Alter meinen Enkeln erzähle, der Sippe erzähle, ja. Ein Ausdruck meines Abenteuers, meiner Taten und so weiter. Und so gibt es dann diese Sonder- oder die Hausregel, die ich auch wirklich in allen Gruppen, die mit Zwergen spielen, wirklich nur ans Herz legen kann, dass auch die Geschichte dahinter als Goldwert bewertet wird. Das macht rollenspieltechnisch, macht das so viel. Ja? Da muss natürlich der Spielleiter ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und sagen, ja, nee, also jetzt hier dieser Edelstein, ja, der einfach nur da drin ist, weil er 250 Goldstücke wert ist, das ist jetzt keine Geschichte wert, ja. Aber es kann dann sein, dass ein einfacher Dolch, der einfach 5 Goldstücke wert ist, der der im Handgemenge mit einem Vampirfürst dazu geführt hat, dass dieser Vampirfürst gestorben ist, ja, dass dieser 5 Goldstücke Dolch, die Geschichte dahinter, auf einmal 500 Goldstücke wert ist. Das ist das, ja. Ja, das wollte ich nur sagen. Das tut mir leid. Ich schäme mich. Okay. Du hast eine Geschichte erzählt. Offensichtlich hast du schon einen kleinen Hort. Ja, klar. Na klar. Ja, ich runde es noch fertig ab. Ein gewisser Arbeitsethos gehört zu den Zwergen. Ich glaube, faule Zwerge dürfte man so nicht kennen. Aber es wird nicht nur gearbeitet, es wird auch gefeiert. Zwergenschnaps, Zwergenbier, deftige Mahlzeiten, das ein oder andere Pfeifenkraut, das man schmaucht. Das ist so das, was man klassischerweise mit einem Zwergen in Verbindung bringt. Mhm, ja, der Handel mit Bier vor allem auch an die Menschen. Genau. Genau. Ja, ich denke mal, dass auch dieses typische, dass einfach Zwergenschmiede dann auch überall angesehen sind und so weiter. Also eigentlich ist ja der Zwerg so ein bisschen, da steckt so ein bisschen die Seele des Klischeedeutschen drin. Wo kommt das nur wieder her? Das ist jetzt ein bisschen, bisschen schade. Das war so eine Art Point, die ich mir für den Schluss aufgehoben habe. Aber gut. ich würde sagen, das, was man gerne so bei uns so als diese Geiz-ist-geil-Mentalität hat, das hat der Zwerg auf eine Art und Weise veredelt, mit der heutige Spieler durchaus richtig viel anfangen können. Und ja, ich gebe dir recht, das verkörpert so ein bisschen Deutsche, vielleicht auch Urbayerische. Ja. Also ich sag's mal so, man hat als damals Gerd Hupperich sich dran gesetzt hat, den Zwergen ein monumentales Denkmal in Form dieses sehr, sehr umfangreichen Quellenbuches zu widmen für Midgard, hat er tatsächlich es geschafft, diese kulturellen Einschläge unterschiedlichster Völker aus den Alpen und auch anderen Gebirgsregionen sehr, sehr schön
zusammenzuziehen und daraus eine Einheit zu bilden, die tatsächlich in auf ganz besondere Art und Weise diese Zwergenkultur Midgards mitgeprägt hat und auch vieles erläutert von dem, was ich eben als typisch zwergisch beschrieben habe. Das heißt, Gerd hat es geschafft, einen Unterbau unter dieses klassische Bild zu setzen, der derart viel Tiefgang ermöglicht, dass man tatsächlich, ich will es nicht sagen, eine Zwergenphilosophie draus machen kann, aber eben doch nach dem Lesen des Gesamtwerkes man ein sehr, sehr rundes Bild hat und vieles versteht von dem, warum Zwerge so sind, wie man sie normalerweise kennt. Also das heißt, er ist nicht an der Oberfläche geblieben, die wir jetzt am Anfang so ein bisschen angekratzt haben, so, sondern der hat dann auch, ja, der hat einfach dann auch wieder menschliche Kultur mit einbezogen, so ein bisschen, und das dann natürlich abstrahiert noch, ne, und mit Fantasy-Elementen versehen. Genau. Ja, ja, aber das sollte auch jeder tun. Ich meine, wer nach den Zwergen ein Quellenbuch schreibt, darf nicht an der Oberfläche bleiben, weil, wie wir wissen, leben die Zwerge überwiegend unter ihr. Oh Gott. 50 Cent in die Wortspielkasse. Okay. Okay, wunderbar. Ja. Das waren jetzt so ein bisschen so die Gemeinsamkeiten des handelstypischen Zwerges, so, ne? Ja. Und dann gibt's noch, ja, jetzt haben wir die, wenn wir uns das hier mal angucken, die Zwerge sind ja jetzt hier im Norden, sind sie ja schon ganz gut verbreitet. Die haben ihre eigenen Königreiche, meistens auch unter eigener Führung. Natürlich dann auch mit Duldung der jeweiligen Menschen, Fürsten und Könige und so weiter. Stopp, da fahre ich kurz rein. Ja. Die Zwerge müssen sich nicht dulden lassen. Ja, nee. Es gibt eine Art politische Gemeinsamkeit, da komme ich später auch drauf zu sprechen, vom Prinzip her legitimieren sich die Zwerge schon erstmal selbst. Ja, nee, ich meine so mit dieser Anerkennung, dass ein Fürst sagt, ja, das hier ist zwar, wenn man es von menschlichem Standpunkt ansieht, mein Gebiet, aber das ist das Königreich der Zwerge und die werden auch mit unter Umständen einbezogen, wenn es um politische Dinge geht. So. Also sie erkennen ja die Zwerge als politische und Fraktion und als Volk an. Das meine ich. Ja. Also, okay, ja, das stimmt. Also es ist ja so, also ich kenne jetzt nur hauptsächlich natürlich die Zwerge in Alba, da bin ich jetzt so ein bisschen unterwegs auch mit meiner Spielgruppe so. Ja, und das sind die ja auch als, also der König hat die, wir können ja gleich anfangen mit den Zwergen in Alba. Auch dort. Nee, machen wir nicht, stopp, nee? Stopp. Zwergenblutgrätsche. Gut. Wir hatten ja kurz im Vorfeld gesprochen, ja, wir sollten die einzelnen Völker und sowas noch näher beleuchten, die einzelnen Zwergengruppen. Allerdings würde noch eine Sache vorstellen, nämlich tatsächlich Geschichte. Einfach, weil sich daraus vieles ableitet. Mhm. Die Sache ist die, dass es früher, vor Jahrtausenden, das große Königreich des Nordens gab, ein Zwergenreich, was fast den gesamten Norden Midgards bedeckt hat und eines der größten kulturschaffenden Reiche war, die Midgard je gesehen hatte. Mhm. Und das ist wichtig, weil das die gemeinsame historische Grundlage für sämtliche Zwerge heute noch auf Midgard darstellt. Und jeder in irgendeinem bestimmten Kontext zu diesem alten Reich steht. Deswegen muss man das wissen. Und dieses Zwergische Reich ging vor langer Zeit unter, weil die Mächte des Eises, ja, wir hatten sie in der letzten Folge, das war dann Wähland, angesprochen, weil auch die Wählinge stark darunter litten. Mhm. Die Tursen, Ostriesen mit besonderem Gemächt. Wer das näher wissen möchte, sollte sich das Wähland, der Wähland-Interview sich anhören. Diese Riesenkriege haben den Zwergen ungemein zugesetzt und letztlich dazu geführt, dass dieses mächtige Königreich des Nordens untergegangen ist. Mhm. Und aus den Trümmern dieses Reiches, beziehungsweise der Diaspora der Zwerge, die die Flucht ergriffen haben, bilden sich so gesehen sämtliche Zwergengemeinschaften, die es heute noch auf Midgard gibt. Aha, also das heißt, die haben alle ungefähr den gleichen Ursprung, haben sich aber dann in verschiedene Richtungen entwickelt, also oder sind in verschiedene Richtungen geflüchtet einfach auch, ne? Genau, so kann man es eigentlich sagen, ja. Und wenn wir jetzt die einzelnen Gruppen uns anschauen, würde ich vielleicht geografisch vorgehen, ja, weil die Hauptstadt des alten Zwergischen Reiches, die
namentlich Kus al-Hadur, eine legendäre Ruinenstadt, die man als Midgard-Spieler auch in einem der sehr berühmten Abenteuer, das Land, das nicht sein darf, entdecken kann. Die liegt eben weit im Norden Morawots. Genaue Lage leider unbekannt, man weiß es nicht genau, aber dort befand sich das ursprüngliche Zentrum des Königreichs des Nordens. Und es gibt tatsächlich in den Belogora ein kleines Zwergenkönigreich, das Königreich der Weißen Berge, wo der heutige Bergkönig Valtus Seidenbart noch heute sich als oberster König der sämtliche Zwerge Midgards versteht, weil er sich als rechtmäßiger Thronfolger des alten Königreiches sieht. Einfach durch die geografische Nähe. Da steckt vielleicht, ja, richtig, vielleicht noch ein bisschen genau mehr dahinter, aber wer weiß. Es liegt ja so gesehen dort, wobei selbst er auch nicht genau weiß, wo die alte Hauptstadt liegt. Aber er weiß, die Belogora waren schon damals zentraler Bestandteil des Zwergenreiches. Und weil sein Königreich dort heute noch liegt, leitet er daraus diesen Vormachtsanspruch ab. Allerdings teilt ihn wahrscheinlich neben seinen engsten Vertrauten so gut wie niemand. Das ist sicherlich eines der schwächsten Zwergenreiche, die man auf Midgard findet. Führt tatsächlich auch so weit, dass viele der Zwerge, die nominell unter seiner Herrschaft stehen, die eigentlichen Zwergensiedlungen verlassen haben und in den umliegenden Menschensiedlungen der Belogora tätig werden, als Schmiede, Köhler, mal im erweiterten Bereich Handwerker, weil man unter den Menschen eben mehr Reichtum machen kann, als in dem verarmten kleinen Zwergenreich. Ja, wie ist es? Bei Midgard ist es ja auch so, die Zwerge haben ja immer eine unterirdische Stadt, also eine Binge, aber sie haben auch immer eine oberirdische Stadt, ne? Ja, das ist ein bisschen plakativ runtergebrochen, aber vom Prinzip her ist es tatsächlich so, dass man es daraus ableiten muss, dadurch, dass Zwerge sehr intensiven Bergbau betreiben, liegt es nahe dort, wo man schon große Stollenanlagen angelegt hat, die auch für wohnliche Zwecke zu nutzen. Allerdings kann man sich unterirdisch nicht so sonderlich sinnvoll mit Nahrungsmitteln versorgen. Es gibt einzelne Ausnahmen, wo man tatsächlich unterirdische Kavernen hat, die mit großem künstlichen Licht beleuchtet werden, sodass dort nicht nur Viehzucht, sondern auch Ackerbau möglich ist. Das sind aber eher Ausnahmen. Grundsätzlich gibt es unter den Zwergen durchaus eine große Anzahl, die oberirdisch leben, in Städten, in kleineren Dörfern, in abgelegenen Gebirgsregionen und dort normaler Landwirtschaft nachgehen und mit diesen Produkten dann eben auch ihre Vettern in den unterirdischen Siedlungen, in den Bingen versorgen. Ja, nee, das war gar nicht so plakativ, ne? So kriegst du mich nicht, weil nämlich genau das wollte ich nämlich ansprechen. Es gibt ja auch, sagen wir mal, Systeme von Zwergen, die haben keine oberirdische Siedlung. Die essen Wesen, die sie unter Tage fangen. Also da gibt es dann große Stollenkäfer oder Pilze oder sonstige Dinge. Und die haben eigentlich nur ein Eingangstor, so nach dem Motto. Ja, vielleicht noch eine kleine. Aber in Midgard ist es so, ja, wie du sagst, es gibt auch Jäger und es gibt auch Bauern und es gibt unter Umständen auch, nee, das vielleicht auch ein Fischer mal an einem Gebirgssee oder sowas. Also Zwerge sind nicht nur die unterirdisch Lebenden, sondern auch viele sind überirdisch. Ja, ne? So ist es. Ja, das ist ja wichtig. Das ist ja ganz, ganz wichtig in der Kultur so. Ja. Ja. Natürlich ist, stelle ich es mir so vor, sobald was ist, sind die natürlich dann alle auch drin dann. Ne? Also die ist ja natürlich besser zu verteidigen, die unterirdische Binge, die großen Hallen und so weiter. Aber solange der Handel noch läuft und alles Mögliche, sind sie halt auch dann draußen. Okay, ja genau, Belogora ist auf der Karte von Midgard nicht so deutlich als Gebirge zu erkennen, ist aber laut Abenteuern und so weiter aber auch schon ein ordentliches Gebirge, ne? Genau, richtig. Also sicherlich nichts, wo man mal nebenbei durchwandert. Ja. Die Frage war jetzt eben so, weil du jetzt gesagt hast, wir gehen auch so geografisch.
Sind Ziffern benannt, wie viele Zwerge jetzt so in diesen Königreichen leben? Der Weltenband listet auf in Summe etwa 1 Million Zwerge auf Midgard. Mhm. Ich habe ein sehr klares Bild, wie das von der Verteilung her in den jetzt noch zu behandelnden Königreichen ausschaut. Ja. Das nächste wäre aus meiner Sicht Dwarheim, was in Wayland liegt, auch geografisch am nächsten. Das ist sicherlich zahlenmäßig das mächtigste. Mhm. Ja. Aber wenn wir sagen, dass wir von den 4 Reichen, die wir behandeln, die decken mal locker 80-90% aller Zwerge ab. Das kann man ziemlich sicher feststellen. Also du sprichst jetzt als die albischen Zwerge als eine an? Als eine Einheit? Also genau, die albischen Zwerge, die welischen Zwerge, die Zwerge im Panganion noch mit dazu, plus eben das Königreich der Weißen Berge, das ich angesprochen habe. Diese 4 Reiche meine ich. Und die zusammen decken sicherlich 80-90% der gesamten Zwergenbevölkerung von Midgard ab. Ah, okay. Ja, weil ich habe ja hier, ich habe ja 5 Kreuze, ne? Genau, und die oben da gehören zusammen so ein bisschen. Ja, das bedeutet, man könnte eigentlich sagen, was das, ist die Verteilung klar oder ist das gefühlsmäßig? Also WLAN dann, was weiß ich, 300.000 Zwerge? Das ist relativ klar, man kann sich durch die Städte zählen, die Zahlenangaben sind ja im Weltenband mit drin, ne? Aber allein auch von der Bedeutung, von der Struktur der verschiedenen Gesellschaften kann man das einfach ableiten. Also ich kann es mir jetzt nicht vorrechnen, aber ich habe das Material gesichtet und gelesen und habe nur ein relativ klares Bild vor Augen. Ja, gut, kann man ja dann auch einteilen, wie man will, aber nur mal so rein Interesse halber, wie gesagt, dass diese Größe, dass es so circa 1 Million gibt, von denen vielleicht 20.000 dann auf Nauatlan wohnen und der Rest dann so verteilt. Wayland ist das Größte und so weiter und so fort. Ja, dann kann man sich das so ungefähr denken. Ja, weil es ging, also, weil das ist ja auch so die Idee dahinter. Die Zwerge werden ja auch sehr alt. Das haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Sie sind nicht unsterblich. Aber sie werden 4-5-mal so alt wie Menschen. Oder noch älter. Dementsprechend ist es immer so ein bisschen so, dass dieses Naturgesetz, dass bei Geschöpfen, die sehr alt werden, meistens weniger Nachkommen. Ja, so bei den Schildkröten oder so, keine Ahnung. Obwohl, es vielleicht ein blödes Beispiel. Aber irgendwie ist es in der Fantasy meistens so. Oder auch bei den Elben, ja, die dann irgendwie in einer Generation, da werden dann, also ich weiß nicht, ob es bei Midgard auch so ist, aber ich kenne es halt so, dass bei den Elben, da wird dann in einer Generation, da werden dann mal 10 Elben geboren, die kennen sich alle dann untereinander. Ach, die 10 sind das, die kenne ich doch auch irgendwoher, keine Ahnung. Ja, dementsprechend ist natürlich der Mensch so als kurzlebiger Besiedler von allem ist da natürlich dann weit, weit überlegen, ja, in der Anzahl. Ja. Ist halt ein mathematisches Phänomen. Wenn du langlebige Kreaturen hast, die eine so hohe oder höhere Reproduktionsrate hat wie der Mensch, wäre dann irgendwann kein Platz mehr für Menschen auf dieser Welt. Oh. Oh. Ja, stimmt. Ja. Na gut. Okay, dann haben wir also das schwache belogorische Zwergenreich und dann bei den Wählingern Dwarheim. Ich glaube, Dwarheim ist das Einzige, was auch auf der Karte verzeichnet ist, ne? Also ich habe die Karte jetzt nicht direkt vor mir, aber das kann tatsächlich sehr gut sein. Ja, das ist sehr gut möglich. Weil die anderen Belogora ist ja das Gebirge. Ja. Und Dwarheim ist ja nicht das Gebirge, sondern Dwarheim ist ja explizit die Stadt, oder? Das finde ich richtig interessant. Das ist, also Dwarheim ist ein größeres Reich, umfasst mehrere Städte. Ne? Mhm. Aber Dwarheim ist unglaublich abgeschottet. Der König, Maudor Trollhammer, hält so gut wie keinerlei Kontakte nach außen hin und lebt mit seinem Volk absolut streng unter sich. Verkrustet in alten Ritualen, die auch noch von diesem alten Königreich des Nordens abgeleitet werden, sehr ritualisiert, sehr starr, sehr programmatisch,
ohne große Entwicklung, ohne große Zukunftsperspektive. Mhm. Ja. Aber eigenständig. Das schon. Vermutlich hat es deswegen als separaten Punkt es auf die Weltkarte geschafft. Das albische Königreich, dem ich mich dann danach zuwenden möchte, ist zwar für sich genommen tatsächlich als Königreich präsent, untersteht aber dem albischen König, ist deswegen so gesehen nicht politisch eigenständige Einheit und ist wahrscheinlich deswegen auf der Karte nicht separat ausgewiesen, mhm. obwohl es nicht nur von der Wahrnehmung der Zwerge, also von der Wahrnehmung der Menschen Midgards, der Zwerge, deutlich präsenter sein dürfte, sondern auch bei den meisten Spielern. Also die meisten Spieler, die ich kenne, wählen Zwerge aus dem Atros, also aus dem albischen Reich, einfach weil das eine viel höhere Bedeutung hat, viel präsenter ist, auch in den Abenteuern, als das ferne, in sich abgeschlossen, abgeschottete Twarheim. Ja, ja klar, die meisten Abenteuer spielen in Alba und dann, ja, die tauchen halt, die Zwerge sind halt nah und jo. Das ist klar, das ist klar. Ist ja einfacher zu erklären, ne? Auch für jeden Spieler, ne? Wenn ich da in der Region wohne, ist er perfekt, ja. Jo, das stimmt, genau. Aber es ist mir nur aufgefallen, das Twarheim ist ja kein Gebirgszug, sondern in dem Fall ist es ja dann die Stadt oder das Reich in dem Fall, wie du sagtest. Ja, okay. Richtig. Also die sind komplett abgeschirmt, haben kein, aber relativ keinen Einfluss so nach außen. Wie ist es denn bei den Zwergen untereinander? Sind die untereinander im Kontakt oder schotten die sich auch untereinander ab? Also jetzt die Welischen von den Moravischen und so weiter. Also es gibt sicherlich keinen regen Austausch. Und wenn man die politische Situation sich nochmal vor Augen führt, die ich eben ein bisschen dargestellt habe, wenn der relativ schwache König, Zwergenkönig der Weißen Berge in Belugora von sich behauptet, der König aller Zwerge zu sein, da wird man wahrscheinlich in Twarheim nur drüber lächeln und wahrscheinlich keine Briefpost mehr annehmen von dort. Ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich hat der Kämmerer, ja, hat da den Posten, die Briefe vom König entgegenzunehmen und dann gleich zu vernichten. und dem König zu melden, die Befehle sind ordnungsgemäß verschickt worden. Ja, durchaus möglich. Also, ich sag mal so, die Kontakte der Zwerge untereinander spielen keine besondere Rolle. Das betrifft nicht nur das Verhältnis der beiden eben genannten Reiche, sondern auch der anderen Reiche untereinander, weil auch bei denen aus verschiedensten Gründen gewisse Spannungen herrschen, die einfach ja so ein bisschen diese zwergischen Starrsinn sehr gut wiedergeben, ne? Mhm. Und wo eben zwei starrsinnige Leute mit unterschiedlichen Meinungen aufeinandertreffen, da ist die Kommunikationsplattform recht dünn. Ja, weil halt dieser gemeinsame Nenner weggebrochen ist, das Zwergenreich. Weil da gab es ja dann nur eine oder sagen wir mal eine ganz kleine Handvoll von Meinungen. Und im Endeffekt haben sie alle mit einer Stimme dann gesprochen, oder? Weil der Hochkönig oder wie man ihn nennt dann, der war ja dann, ne, der Fürst oder der Herrscher. Ja, ist natürlich klar. Okay, also Twarheim. Allerdings, wenn es darum geht, zwergische Zauberkunst, Schmiedekunst, besonders mächtige Artefakte und besondere Fantasy-Elemente mit klassischem Aha-Effekt zu verorten, dann wäre Twarheim tatsächlich genau der richtige Ort, weil dort noch am ehesten dieses alte, geheimnisumwitterte Wissen von diesem Königreich des Nordens dort eben bewahrt wurde. Ja. Okay. Ja, es gibt ja, aber das fand ich auch interessant, ja, dieses bewahrte Wissen, aber ich glaube, dass das verlorene Wissen wesentlich größer ist. Ja. Wo wir ja wieder bei Abenteuern sind ohne Ende. Es gibt ja ohne Ende, ohne Ende alte Zwergenstädte, die überrannt sind, die verloren sind, die vergessen sind,
Schmieden, spezielle Schmieden oder was auch immer. Horte des Wissens, ja. Also da geht's richtig rund in Midgard, also oder auf Midgard. Genau. Jo, okay. Dann kommen wir nochmal zu den albischen Zwergen, oder? Das ist eine gute Wahl, ja, doch. Die ja auch im Süden von Erain das Gebirge so und dann Überdon, also die liegen überall dazwischen. Die haben Kontakt mit allen, oder? Also sie liegen zwar im Atros, damit zentral in Westernesse, allerdings ist das Atros-Gebirge streng genommen zweigeteilt. Der Osten ist das eigentliche Zwergenkönigreich da. Der Westen ist geprägt von den Nebelbergen und das ist eine klassische Ork-Hochburg. Ach ja. Und sorgt damit auch als Trennwand zwischen dem Zwergenreich und den dahinterliegenden Völkern Erain oder Iverdon. Ich glaube, ich habe das X eher so in den Bereich der Nebelberge gemacht. Ist aber nicht. Oh. Pass auf, dass das kein Zwerg sieht. Ah, oh, ne, es soll ja nur so ungefähr sein. Ja, gut, wobei vielleicht teilen die Zwerge deine Ansicht, dass es bald zwergisch sein wird. Ja, klar, die wollen ja wieder da zurück, ne? Genau. Und das haben wir schon gesagt, dass der Fürst aus dem Atros, der Zwergenkönig, dass der auch ein Kingsman ist, also ein Mann des Königs, also das ist ja auch ein Status, ne? Dass er, also der albische König hat den Zwergen als einen eigenen Clan eigentlich mit in ihr Staatsgefüge aufgenommen oder in ihre, ja, in die Außenwirkung. So ist es. Ja, ja, also der Zwergenkönig und Varin Doppelachs ist König seines Reiches, zugleich aber Reichsfürst in Alba, also einer von sieben Fürsten, die den König bestimmen. Und als solcher aber auch dem albischen König untertan. Im Gegenzug werden die Zwerge so ein wenig in das Clansystem eingebunden und stellen als Gemeinschaft der Zwerge eine Art Clan dar, der komplett eigenständig in der albischen Gesellschaft als solches akzeptiert wird. Ja, das hört sich dann immer alles so, ja, ist ja alles so schön und gut, ne? Aber wenn man mal genau hinguckt, bedeutet das ja aber auch für den Zwerg an sich, dass er ein Clan-Mitglied ist. Dementsprechend hat er ja natürlich auch andere, ganz andere Rechte als zum Beispiel Clanlose, ne? Also, das ist richtig. Es ist nur die Frage, inwieweit der Zwerg das als solches wahrnimmt oder ihm Bedeutung beimisst. Selbstverständlich im Umgang mit Albar, ja, aber die Zwerge, ja, die in den zwergischen Städten im Atros leben, ich glaube, die pfeifen auf so, ja, natürlich, eine spitzfindige politische Konstellation. Es geht ja nur um den Feld-, Wald- und Wiesenzwerg, der in Albar überall zu finden ist, als alles Mögliche, als Händler, wie wir es schon angesprochen haben, als Köhler, als, ja, Schmied oder so, ja, der dann ein Recht hat, vor ein ordentliches, noch nicht, ich glaube, der wird noch nicht mal vor Gericht gestellt, das macht ja dann sein eigener König, so. Aber es geht mir darum, dass die natürlich im bürgerlichen Ansehen halt eine ganz andere Rechtslage genießen, als jetzt ein Unfreier, ja? Ja. Das meine ich nur. Also, es ist ja ein Unterschied, ja. Also, die gehören schon dazu, so. Also, die werden jetzt nicht irgendwie vom rechtlichen Standpunkt irgendwie ausgeklammert oder so, ja. Ja. Aber ich glaube, die Zwerge richten über sich selbst, also, glaube irgendwie so. Aber das ist jetzt, geht wahrscheinlich jetzt weiter. Ja. Also, albisches Rechtswesen, du erinnerst dich vielleicht an unser Abenteuer, was wir zusammen gespielt haben, ja. Das ist, eigene Aufnahme wert, wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzen möchte. Aber vom Prinzip her hast du recht, ja, sie haben eine eigene Position in der Gesellschaft, einen eigenen Rechtsstatus, einen Sonderstatus. Genau. Und von dem profitieren sie natürlich ganz erheblich. Das muss man ja heute auch nochmal erwähnen. Das ist ja vielleicht vielen auch gar nicht so bewusst, dass das Recht auf eine gerechte Verurteilung, dass das ja auch teilweise früher überhaupt nicht da war. Das war alles Standrecht. Da ist jemand gekommen, der hat gesagt, er hat geklaut. Ah ja, zack, Hand ab. Da gab es keine Verhandlung. Ne? So, um es jetzt mal so plakativ zu sagen.
Und das Recht, seine Würde zu haben, vor Gericht gestellt zu werden und sich verteidigen zu dürfen und so weiter und so fort, das ist ja, das muss man sich erstmal verdienen. So, ne? Ich hake da mal ein. Wir haben jetzt, du hast es angesprochen mit dem Rechtsstatus in Alba. Ich nehme das mal zum Anlass, einen kurzen Blick auf das Rechtswesen oder Rechtsverständnis der Zwerge zu werfen, weil das nämlich relativ interessant ist. Ja, sehr gut. Zwerge selbst haben ein relativ großes und starkes Misstrauen eigenen Herrschern gegenüber. Vielleicht so eine Art Fantasy-Wutbürger von der eigenen Gesellschaft. Was gut. Tatsächlich dazu führt, dass die Rechtsdiener ist zu modern. Also die Wahrheit des zwergischen Rechts sind tatsächlich häufig Berggnome, die in den zwergischen Gesellschaften leben. Und Zwerge sind auch durchaus gewillt, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen, sich ihr Recht bestätigen zu lassen von dritter Stelle. Das können durchaus Menschen sein, das können durchaus auch Drachen sein. Ja? Was? Und es geht dabei tatsächlich, ja, selbst das, weil man die Weisheit der Drachen anerkennt. Ja. Okay, so geil. Und es geht tatsächlich nicht mal so darum, Recht gesprochen zu bekommen, sondern bestätigt zu bekommen, dass man selbst Recht hat. Also das ist so eine klassische Rechthaberei, um die es eigentlich geht. Ja? Während die Bestrafung möglicher Missetäter eher zweitrangig ist. Das ist so geil, wenn man überlegt. In Deutschland ist jeder unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Bei den Zwergen hat jeder Zwerg Recht, bis sein Unrecht bewiesen ist. Das sagst du jetzt sehr, sehr unterhaltsam daher. Ich versuche es gerade so ein bisschen einzuordnen. Das kann sehr gut sein. Das ist ein cooler Punkt. Ja, natürlich. Mir, ja? Das denken wie ein König, reden wie ein Bauer. So, das ist meine Welt. So ist es halt. Wobei ich aber nicht sagen möchte, dass Zwerge nicht durchaus auch Leute bestrafen für das, was sie tun. Ja, na klar. Und so klassische Strafen bei Zwergen neben Hinrichtungen findet man auch anderswo, ne? Aber ganz entehrend ist etwa die Schandschuhe, sprich der verurteilte Übeltäter bekommt seinen Bart abrasiert und seine Haare, muss deswegen kurzhaarig rumlaufen. Mhm. Ne? Oder es gibt auch eine Art magischen Schlafzwang, wonach man den Verurteilten über einen zuvor verurteilten Zeitraum in einen magischen Schlaf versetzt. Ja? Mhm. Und das sind ja Dinge, die schon eine gewisse kulturelle Eigenart darstellen, was den Zwergen so ein bisschen zu eigen ist. Ne? Künstliches das ist keine Koma. Mit denen wir uns heute so beschäftigen würden als Strafmaß. Ja, jetzt mal, wenn man überlegt, ne? Wenn du wirst dann in so einen Schlaf versetzt. Ich meine, die verhängen das ja dann nicht auf 2 Jahre bei Zwergen, die halt jetzt, was weiß ich, 400-500 Jahre alt werden. Die sagen dann, ja, 150-200 Jahre wirst du jetzt hier in künstliches Koma versetzt. Und wenn du aufwachst, ist nichts mehr so, wie es mal war. Ja. Ja. Der ganze, vielleicht ist deine ganze Sippe dahin. Oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, alles, was mit Einmauern zu tun hat. Ja, in dunklen Stollen, in nicht mehr genutzten Stollen da. Na, ist egal. Aber da kann ich mir richtig viel vorstellen, was da in dieser unter dieser Oberfläche so alles brodelt. Ja. Ja. Okay. Interessant, interessant. Ja, und genau, du hast gesagt, die Berggnome sind auch sehr beliebt bei den Zwergen. Die leben auch so in Einklang zusammen. Leben Berggnome auch bei den Zwergen zusammen in ihren Königreichen mit? Ja, als eine Art symbiotische Gemeinschaft. Mhm. Ja, weil der Halbling an sich ja, der liebt ja die Natur, den Himmel, frische Luft. Der würde ja wahrscheinlich nicht gern in so einer Zwergenstadt leben. Die Gnome sind da aber anders, ja. Ja, ist aber auch aus der gemeinsamen Geschichte heraus begründet. Mhm. Will ich jetzt nicht im Detail auffächern, das ist eine relativ lange Geschichte, aber das ist tatsächlich kulturell verankert, dass es entsprechend mit Berggnomen und Waldgnomen und dass die sich eben einen zu den Zwergen, einen zu den Elfen hingezogen fühlen. Mhm. Ja,
Ja, ich glaube, dass das auch Stoff für Abenteuer ist. Deswegen, das wäre dann mal was, wenn überhaupt, dann mal in einer separaten Folge oder so. Keine Ahnung. Ohne was jetzt ankündigen zu wollen. Ganz, ganz wichtig. Okay. Ja, die sind ja jetzt, also jetzt diese Königreiche im Atros und im, ich hab's jetzt übermalt, ich kann's doch alles nicht aussprechen, Leute, ihr macht mich doch verirrt, ich sehe doch schon die Kommentare wieder, da lachen mich alle wieder aus, wie im Penganon. Penganion. Ja, Thomas, ich mache im Moment so eine Let's Play-Serie auf meinem Zweitkanal zu Herr der Ringe und ich spiele bei Elben. Die Namen. Ich habe jetzt schon gesagt, Leute, schreibt mir unter dem Video alle möglichen dummen Aussprachen, die ich schon gemacht habe. Da können wir das mal alles sammeln. Das ist unfassbar. Ich bin nicht in der Lage, irgendwas richtig auszusprechen. Penganion. Ja. Aber Minyang Pahit habe ich lange geübt, ja. Und kann ich jetzt. Okay. Die liegen ja relativ. Also meine Frage nochmal, um sie nochmal zu stellen. Atros und Penganion liegen ja sehr nah beieinander, sind aber separate Königreiche, oder? Ja, da liegen quasi Welten dazwischen. Ja, ja. Nur liegt tatsächlich daran, dass das Zwergenkönigreich des Abendrots, Rabaheim, wie die Zwerge des Penganion sich nennen, von den ersten Flüchtlingen aus den Riesenkriegen abstammen. Das waren so gesehen die ersten Zwerge auf dem Kontinent in Westernessen. Mhm. Und deswegen hat der König von Dwanaut die Oberherrschaft für sich beansprucht über alle Zwerge von Westernessen. Also auch über die des Atrosgebirges. Aha. Und dadurch entsteht da eine gewisse Rivalität. Zumal die Zwerge des Penganion eine ganz, ganz strikte Neutralität den umliegenden Menschenvölkern gegenüber waren. Auch hier, man hat zwar grundsätzlich Kontakt, man hält sich aber aus jeglicher politischen Einmischung heraus, was natürlich im völligen Kontrast zu den albischen Zwergen steht, die ja Teil des albischen Reiches sind und dort auch eben Politik aktiv mitgestalten. Ja. Und das sind Reibungspunkte, die zwischen diesen beiden Zwergengruppen einfach zu gewissen unterkühlten Beziehungen führen. Ja gut, das war aber schon interessant. Jetzt haben wir, ich meine, das ist ja wirklich so, ne? Also du hast ja am Anfang im Vorgespräch gesagt, dass Gemeinsamkeiten, bam, 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 die hauen wir ja so raus und dann gehen wir mal ins Detail. Also nochmal, um das jetzt zurückzubrechen. Wir haben in Morawod ein sehr, sehr schwaches Zwergenreich, bei dem auch die Zwerge dazu gezwungen werden, mehr und mehr in die menschlichen Siedlungen zu gehen, dort zu arbeiten, dort zu Ruhm durch ihre Handwerk zu erlangen. Dann haben wir ein großes, starkes Reich mitten im Weland. Da sind mehrere Bingen, die da zusammengehören, die sogar auf der Karte vertreten sind und die sich halt komplett abschirmen und sagen, jo, macht mal. Dann haben wir die in Alba, die sogar Politik mitgestalten, die mit sich den Menschen ein ganz kleines Stück weit unterordnen, dafür aber auch politischen Einfluss bekommen, auch als Mitglieder einer Gesellschaft gesehen werden. Und, gut, im Penganion, die sind jetzt eher so wie die welischen Zwerge so, ne? Aber ist schon interessant. Also nicht ganz so verschlossen, aber ja, haben nicht diese lange Tradition wie jetzt die in Welland. Ne? Also Dwarheim sticht da schon ein bisschen raus, aber die haben einen eigenen Selbstbehauptungsanspruch, sage ich mal. Ja, es sind aber regional einfach super spannend, um auch dann, wenn man als Spieler, als Spielleiter da irgendwas anlegen will, auch mal so darzustellen, okay, es gibt zwei verschiedene Arten von Zwerge, die auch anders auf die Spielergruppe vielleicht wirken, um das einfach mal ein bisschen rauszuarbeiten. Dafür ist es ganz gut, dass die auch so nah beieinander liegen. Ja. Finde ich so, ne? Schau, ja, du bringst mir gerade einen relativ wichtigen Punkt nahe. Das ist der, wenn man seine Abenteurer erstellt, heißt es ja, na gut, welche Rasse spielst du und wo kommst du her? Ja? Als Mensch hast du die Auswahl aus 20, 25 verschiedenen Kulturen mitgehabt, ne, mit mehr oder weniger Tiefgang und noch weitere Auffächerung. Aber das ist ein riesen Portfolio.
wenn es heißt, spielst einen Halbling, kommst du aus dem Halftal. Das war's. Halbling gibt es nur an einem Ort. Ja. Wenn du Elfen spielst, kommst du aus einem Wald, wo der letztlich liegt, ist relativ egal, weil die Elfen in sich abgeschottet leben, fast überall. Ja. Und hier hat man tatsächlich bei den Zwergen die Möglichkeit, beziehungsweise eigentlich, soll man sich dann wirklich fragen, ja, ein Zwerg von wo eigentlich? Weil das sind ja wirklich komplett unterschiedliche Reiche, die auch unterschiedlich ticken. Mhm. Ja? Und das ist einfach schön, hier eben nicht den klassischen Abziehzwerg zu haben, sondern auch tatsächlich verschiedene Reiche. Und man sagt, hier, schau mal, welchen Kontext möchtest du denn eigentlich mitnehmen? Allein, dass es da verschiedene an Auswahl gibt, zeigt einfach schon, dass man sich da Gedanken gemacht hat, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Ja. Ja. Ja, und das dann halt auch natürlich relativ, ja, runtergebrochen, ganz klar, das, genau, das kann man da und da so ein bisschen erwarten. Ja. Ja, dementsprechend sind natürlich die Zwerge aus Dwarheim viel weltfremder als zum Beispiel jetzt aus Maravod, ja. Genau. Und die halt kann auch. Man, vom Allgemeinen her würde ich das so bezeichnen. Selbst die in der Binge, in der Zwergenstadt leben, haben viel mehr Berührungspunkte zu Verwandten, zu Freunden, die vielleicht irgendwo in Maravod rumziehen und dann wieder mal zurückkommen und berichten und so weiter. Also da ist es dann ein offener Austausch viel mehr, ja. Ja, das ist interessant. Das ist interessant. Aber wir haben ja noch eine Fraktion jetzt auf Westernesse, und das sind jetzt die Zwerge von Chrysea. Für mich sehen die jetzt wirklich aus wie so Griechen, die Wein trinken, sind halt kleiner. So ein bisschen Toga tragend, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein, ne? Weintrinkende Putten. Ja, die Toga-Zwerge aus Chrysea. Ja, so läuft's. Das wäre ein bisschen übertrieben. Um es gleich vorweg zu sagen, die Zwergengemeinschaft in Chrysea auf der Nyktoros-Halbinsel ist deutlich kleiner und sicherlich nicht als eigenständiges Reich anzusprechen. Mhm. Trotzdem haben sie eine gewisse eigene Stellung. Die Nanoi, wie sie dort genannt werden, betreiben Handel mit ihren menschlichen Nachbarn, haben eine größere Anzahl an Siedlungen dort. Und das Besondere, weshalb man sie einfach erwähnen kann, ist, dass sie eine, ja, Königin verehren, sogenannte Merolta, bei der es sich um eine Menschenfrau handelt. Mhm. Ach Gott. Und der unterwerfen sie sich freiwillig. Sie teilen mit dieser ihr Lager, was dazu führt, dass es in der Gegend auch zahlreiche Halbzwerge und Halbzwerginnen gibt. Ach. Das ist eine halbmagische Verbindung und sticht deswegen tatsächlich so völlig aus dem anderen, also aus dem klassischen Zwergenbild heraus und findet deswegen hier nochmal separat Erwähnung, weil es eben mal eine ganz andere Art ist, sich mit dieser zwergischen Kultur auseinanderzusetzen. Ja, das ist halt ein Kritikpunkt, was ich ja Midgard habe, was ich ein bisschen schade finde, dass so diese ganzen. Es ist ja alles nur rollenspieltechnischer Hintergrund. Das hat keinerlei Spiegelung in die Mechanik hinein. Ja, das finde ich ein bisschen schade so. Ja, es macht keinen Unterschied, ob ich aus Eschar komme oder aus Maravod im Endeffekt so. Und das finde ich ein bisschen schade. Das mag ich bei DSA ganz gerne. Da ist das schon ein großer Unterschied, je nachdem, wo du herkommst. Das wäre vielleicht bei Midgard auch nochmal was. Vielleicht ein Erweiterungsbuch, ja. Je nachdem. Ich glaube, dass dafür der aktuelle gesellschaftliche Zeitgeist nicht der passende ist. Ja, das stimmt auch wieder. Gerade wenn es darum geht, Unterschiede von Rassen, von unterschiedlichen Gruppierungen herauszustellen, ist in der aktuellen Zeit tatsächlich schwierig umsetzbar. Ja. Wenn es um gelebte Diversität und solche Geschichten geht, das war in den 80ern und 90ern eine ganz andere Schiene. Also ich bezweifle, dass man dort jetzt irgendeinen Tiefgang in diese Richtung hin entwickelt. Ja, glaube ich. Teile aber deine Sicht, dass es eigentlich ganz schön wäre, kulturell mehr Vielfalt, auch regeltechnisch
vorzufinden. Ja, das ist halt, da gibt es halt leider wenig. Also ich meine, ja, okay, wenn man ein Zwerg ist, dann lernt man halt nicht Pferde reiten, dann lernt man halt Bock reiten. Oder wenn du aus dem Süden kommst, dann kannst du halt auch einen Elefant reiten und so. Aber das ist einfach an manchen Stellen ein bisschen dünn, aber natürlich hast du recht, klar. Der Zeitgeist ist ja jetzt, wir sind ja im Moment in der Phase, wo nicht nur Rollenspiele, wo auch PC-Spiele sich so ausgeweitet haben, dass die jetzt alle sagen, wir machen jetzt einen Cut und fangen wieder kleiner an. Fangen wieder da an, wo wir vor 20 Jahren die Leute abgeholt haben und wir sind immer breiter und breiter und breiter geworden und die Neuen kommen einfach nicht mehr mit, also verschlanken wir so ein bisschen. Gut. Aber bei Midgard war das sowieso eh noch nie so groß. Auch bei Midgard 4 nicht, dass man da jetzt sagen könnte, es macht einen Unterschied, ob ich jetzt da oder daher komme. Ja. Außer halt mit diesen Quellenbüchern. Ne? Das ist klar, wenn ich aus Beluga eine Charakterklasse aus Beluga spiele, die im Beluga-Quellenband drin ist, dann kann der auch vielleicht irgendwelche, was weiß ich, Tätowierungen oder sowas, die jetzt vielleicht andere nicht können, so. Aber ja, das war schon mal ganz schön. Okay, ja. Nur um das mal anzureißen. Also das heißt, da gibt es Halbzwerge, da kann man sich aber natürlich mit seinem Spielleiter dann natürlich viele Gedanken machen. Dafür ist ja Midgard auch bekannt, dass es dann daran nicht zerbricht, wenn der Spielleiter dann neue Dinge einführt, so ein bisschen. Aber das sind noch regelrechte Zwerge. Und dann gibt's die Zwerge, die am weitesten weggelaufen sind vor dem Eis und sogar noch das Wasser überquert haben. Also die größten Feiglinge, dementsprechend von den anderen Zwergen gar nicht mehr als Zwerge gesehen werden. Das trifft es richtig gut. Ich schieße gerade noch nach, weil ich es gerade nachgeschlagen habe. In dem Zwergenquellenbuch gibt es sogar Regeln für diese Halbzwerge, wenn du die spielen möchtest. Ja, Midgard 4 halt. So, aber genau, du sprichst die Shimak an, die Zwerge, die es nicht übers Wasser, sondern auf anderen verschlungenen Wegen nach Nahuatlan verschlagen hat. Mhm. Die haben sich tatsächlich doch sehr, sehr weit von der ursprünglichen zwergischen Art entfernt. Und haben eine gewisse Schöngeistigkeit an den Tag gelegt, die in ihrer spezifischen Ausformung tatsächlich, ich sag's mal ganz plakativ, ein bisschen an elfische Zwerge erinnert, sodass so der gestandene, biertrinkende, orkschädelspaltende Haut drauf sicherlich verneinen würde, es bei den Shimak mit irgendwelchen Zwergen zu tun zu haben. Ja. Genauere Informationen dazu findet ihr dann in der Folge zu Nahuatlan, denn die Shimak sind so weit entfernt von den Zwergen, kulturell und so weiter, dass sie auch noch nicht mal im Zwergenquellenbuch zur M4 vorkommen. Gibt es ein eigenes Dokument dazu, 2 Seiten oder so. Weiß nicht, wo das herkommt, aus dem Gildenbrief, glaube ich. Nee, das ist aus dem Nahuatlan-Quellenbuch. Das oder noch viel älter ist. Ach, oder aus dem Nahuatlan-Quellenbuch, genau. Ich weiß es nicht, ich hab nur diese 2 Seiten bekommen und wusste jetzt nicht den Ursprung. Genau, aber die haben jetzt direkt mit diesen Zwergen nichts zu tun, werden wahrscheinlich auch belächelt. Jo. Kann ich jetzt sowieso in der Retrospektive nochmal hier ein Lanze brechen für die Feuerinseln? Für Nahuatlan und vor allem für die Inseln unter dem Westwind. Was da abgeht, das ist nicht mehr normal. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Das ist ja fantastisch. Das war genau mein Thema. Schaut euch mal meine Folge, die habe ich auch selbst also alleine gemacht. Dementsprechend ist sie auch kürzer. Und die ist aber natürlich nur anhand des Weltenbandartikels. Aber das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Genau sowas, da habe ich ja. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Wenn du das alleine eingesprochen hast, sprichst du da mit dir selbst? Naja, so als Vortrag, so als Monolog. Aber du stellst dir nicht selbst Fragen? Nö, noch nicht. Doch. Also, ich warte noch mal in 10 Jahren, fragst du mich das noch mal und dann gucken wir mal. Okay, alles klar. Ja, weißt du, wenn du die ganze Zeit so Videos aufnimmst und du redest ja die meiste Zeit eh nur mit dir selbst, da irgendwann, das hinterlässt Spuren, ja.
Okay, alles klar. Ja, also das sind dann die Schimak. Okay. Verbindungen, Berggnome, Halblinge gut, Berggnome sogar noch ein bisschen besser. Menschen, auch in Ordnung. Die Menschen sind einfach zu schnell, sind zu hektisch, sind viel zu unbedacht und sind alles kleine Kinder. Die einzigen, die auf Augenhöhe begegnen, sind natürlich dann die Elfen, die Elben. Und da ist es natürlich ein bisschen, ist schwierig, ne? Also das, die ja, Verbindung. Das ist so. Der Punkt, den ich am Anfang da angesprochen hatte. Historisch betrachtet, dass es damals bei den Riesenkriegen zu mangelhafter Unterstützung kam aus Sicht der Zwerge. Zum anderen sind aber auch einfach die Wesenszüge von Zwergen und Elfen dermaßen unterschiedlich, dass es da jetzt keine so große Schnittmenge gibt. Ja, was ich halt meinte, ist halt genau, dass darauf wollte ich ja hinaus, dass dieser Groll entstanden ist, bevor die Abspaltung in diese einzelnen kleinen Zwergenkönigreiche passiert ist, dementsprechend bei allen Zwergen verankert ist irgendwo ein Stück weit. In welcher Ausprägung, in welcher Stärke auch immer, aber es ist auf jeden Fall angelegt, sagen wir es mal so. Ja, aber dadurch wissen wir jetzt aber auch, warum natürlich im Süden von Midgard weniger Zwerge sind oder gar keine. Außer vielleicht Händler oder sonstige oder Exoten, aber da werdet ihr fast keine Zwerge finden, schon gar keine größeren Siedlungen. Selbst in Kantaipan, was ja ein riesiges Land mit einem riesigen Quellenbuch ist, mit riesigen Gebirgen, gibt es keine Zwerge. Also für das Adlivun und Erlikul-Gebirge, das sich von Nord nach Süd über Sirau erstreckt, wird schon erwähnt, dass es einzelne Zwergensiedlungen gibt, aber die haben für sich betrachtet jetzt keine besondere Bedeutung erlangt. So ja, dass ja, wenn da mal 100 Zwerge leben, typische Andeutung, dass man sie dort durchaus auch mal in ein Abenteuer einbauen kann. Ne? Man will das nicht ausschließen. Aber da wird es sicherlich keinen Zwergenkönig geben, der da irgendwie über ein Tal hinaus irgendeine Machtstellung eingenommen hat. Das heißt, wir könnten uns theoretisch hier auch noch abstrusere, kleinere Zwergenreiche vorstellen. Oder auch ganz normale mit verschiedenen Allmachtsfantasien oder was auch immer. Also es ist denkbar, es ist nicht komplett ausgeschlossen, sagen wir es mal so. Ja. Weil du ja sagst, dass die Zwerge die Ältesten waren. Und da weiß man halt auch nicht, was ist passiert. Ne, vor dem, was war denn so genau vor dem großen Krieg und so weiter und so fort? Wie weit sind die ganzen Zwerge nach Süden gewandert, haben da Zivilisationen gegründet und. Na gut. Vergessene Expeditionen, ne? Vergessene zwergische Expeditionen finde ich mal spannend. Ja, die in Kantaipan da irgendwo lebt oder so. Und vor allem, es erwartet ja auch keiner. Welcher Spieler erwartet das? Vor allem, wenn man mit Spielern spielt, die jetzt schon 30 Jahre Midgard spielen. Wer erwartet das dann auf einmal? Ja. Okay. Ja. Wir wollen ja auch die Jungen ranziehen. Okay, wie sieht's aus? Hast du noch irgendwas über Wüstenzwerge, die ganz neu sind oder so? Oder Unterwasserzwerge, finde ich auch interessant. Nee, da muss ich passen. Das wäre nicht zutreffend. Ich würde noch, nachdem wir jetzt die unterschiedlichen Bereiche oder Zwergengruppen vorgestellt haben, noch ganz kurz auf so ein bisschen fantastische Elemente eingehen, die die Zwergenkultur mit sich bringt. Das sind zum einen natürlich mächtige magische Artefakte, Schmiedekunst, das, was die Taumaturgie in Midgard, also die Fähigkeit, Magie in Gegenstände zu bannen. Ich glaube, da macht niemand den Zwergen was vor. Das ist das Volk, das diese Kunst sicherlich mindestens in Dwarheim absolut perfektioniert hat. Eine ganz schöne Art der Zauberei, eine Spielart der Zauberei, sind die Runenmeister, die man im Mysterium als neue Abenteuerfigur Abenteurertyp vorgestellt hat, die sehr eng mit dem Götterglauben es schaffen,
Zauberei situationsbedingt in Gegenstände zu raunen, magischen Graune, sodass dann, wenn eine bestimmte Situation eintritt, dann auch die Wirkung, die zauberhafte, hervorgerufen wird. Ja, man kann so einen Runenmeister in deinem Buch, das du geschrieben hast, in dem Narrenkönig Wahre Helden, da ist zum Beispiel auch ein sehr prominenter Runenmeister unterwegs, der mit den Spielern interagiert. Und ja, der vor allem halt auch, der auch hintergrundtechnisch halt auch sehr interessant ausgearbeitet ist. Natürlich anhand deines ganzen Wissens, das du hast, hast du natürlich voll da reinfließen lassen, ne? Ja, macht ja Sinn. Ja, also. Klar. Ja. Aber würde ich jetzt mal erwähnt haben. Genau. Ja, das ist jetzt, während du das gesagt hast, fällt mir das jetzt gerade auch wie die Schuppen von die Augen, von den Augen. Natürlich, für mich ist es vollkommen klar, dass Zwerge Runenschrift oder Runen haben, dass die magische Artefakte, dass die Schmieden haben, die so groß sind wie Industriehallen, keine Ahnung. Dass die alle möglichen Mechaniken haben, also Steampunk kann man da ja reinpressen ohne Ende, ja. Auch Feinmechanik und so weiter. Jetzt hier auch in dem Abenteuer, was ich da jetzt gerade leite, in der Runenklinge, dass da Bücher magisch versteinert werden und so weiter und so fort. Also das ist ja sehr unglaublich, was man da alles machen kann. Für mich war das so alles normal. Also ich weiß das ja so, ne? Dementsprechend sollte man es halt trotzdem nochmal rausstellen, dass es halt auch auf Midgard so ist, ja. Ja. Genau. Und die natürlich auch wieder alles unterm Scheffel halten, ne? Die gehen natürlich nicht auf so ein Magier-Konvent und das musste richtig alles aus den Rippen schneiden, den Zwergen. Das ist unfassbar. Ja, und das sind mächtige Rippen. Naja. Ja, natürlich große Beziehungen zu Drachen, wie es auch vom Vorbild her, vom Hobbit herkommt, meistens sehr negative Beziehungen. Dass du jetzt sagst, dass aber die Intelligenz der Drache, die Weisheit des Drachen anerkannt wird, unter Umständen, finde ich auch interessant. Habe ich auch noch nicht so gehört. Dementsprechend ist eine Jagd nach Drachen immer ein schönes Thema, ein schönes Motiv. Später. Jo. Wie sieht's aus? Ja, also ich würde sagen, wir haben soweit alle. Nee, wir haben noch nicht alle Punkte durch. Ich bin schon, also inhaltlich würde ich sagen schon. Ich möchte aber gerne noch auf ein ganz, ganz besonderes Abenteuer hinweisen, nämlich Melzinder, das 2012 erschienen ist, aus der Feder von Gerd Hupperich, der auch das Zwergenquellenbuch geschrieben hat. Das ist ein absolut empfehlenswertes Abenteuer, wenn man die zwergische Kultur der Zwerge Albars mal richtig intensiv erleben möchte. Mhm. Ich habe das jetzt schon mehrmals in meinen Gruppen gespielt und ich muss sagen, es hat jedes Mal, gerade unter den Spielern, die auch schon sehr festgefügte Bilder von Zwergen hatten, nochmal zu so einem richtigen Aha-Effekt geführt. Und das hat ja was zu heißen, ne? Das finde ich aber schön, dass da der Verlag wirklich auch ein Abenteuer hat, womit man wirklich sagen kann, hier, schau dir das mal an, da kannst du deine Spieler richtig in diese zwergische Kultur eintauchen lassen und mal richtig am Leib spüren lassen, was eben das typisch Zwergische auf Midgard auszeichnet. Wie heißt das nochmal? Melzinder. Ich versuch's gerade mal parallel hier. Ah ja, es wird sogar direkt vorgeschlagen, wenn man wenigstens ein paar Buchstaben richtig trifft. Ich sitze im Dunkeln. Ja, Melzinder. Ist auch noch zu bekommen für 14,95. Genau. Ist sogar, ach, M4 und es ist Softcover. Aha. Sollte beides nicht abschrecken. Auf den Inhalt kommt es an und der ist empfehlenswert. Nee, was sollte nicht abschrecken?
dass es noch M4 ist. Ach so. Dann kann das Abenteuer auch problemlos noch nach der neuen M5-Version laufen. Ja. Das heißt, für mich ist das schon so ein gelebtes Wissen. Genau, das müssen wir dazu sagen. Wenn ihr Midgard 4 Abenteuer bekommt, in die Hand bekommt, ihr könnt die eigentlich 1:1 übernehmen. Ja? Die Werte für die Gegner, die sind in der Regel auch bei M5 gleich. Nur die Helden werden in den ersten 5 oder sagen wir mal in den ersten 10 Graden stärker. Ja, dementsprechend kann man vielleicht nochmal einen Gegner mehr dazustellen, wenn man es ein bisschen spannender haben will. Aber ich habe schon genug gelesen von Spielleitern, die das einfach 1:1 übernehmen. Und ich kann das auch in der Runenklinge sagen. Die Runenklinge ist auch unter 5 ordentlich knackig. Also da brauchen wir keine Angst haben. Genau. Aber meld's denn da. Doch, ja, das Spiele. Was? Was als Spieler? Als Achso. Spieler sollte man Angst ja, haben, wenn man ja. nicht als Spieler hat. Natürlich, das ist ja mir auch egal. Das ist doch mir egal. Die sollen sich nicht immer so ausruhen, weißt du? Immer dieses, ja, wir laufen jetzt dahin, dann erschlagen wir einen Ork und dann kriegen wir unser Gold. Nix, da rappelt's im Karton, ja, da bleiben 2, 3 liegen, die fallen wie die fliegen, ja, und dann das nächste Mal sind sie nicht so arrogant. Ich bin da auch wie so ein Zwerg, ja, dieses Starre, dieses Halsstarrige, da gehe ich nicht voll ab. Ah, herrlich. Okay, ja, genau. Und das ist dann unser Fazit, ne? Also der Deutsche und der Zwerg haben halt auch viele so, wenn man so sagt, ne, das mit dem Bier und das mit dem Handwerk, ein bisschen dieses, der Deutsche plant ja auch so viel, dementsprechend ist er nicht so spontan. Da musst du mal einem Franzosen mitkommen, ja? Der springt dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Aber so sind halt die Franzosen sind halt eher die Elfen. Das ist so. Wenn ich jetzt überlege, das sind die Elben, die Franzosen. Die nehmen sich wenn für alles so. Wenn du jetzt noch erklärst, ja, dass kommt Baguette ja. eigentlich Lembasbrot ist, dann breche ich hier aber ab. Nicht Baguette, diese, wie heißt das, Bisset. Diese Bisset-Ding. Ja. Die, guck mal, die Franzosen. Ganz, ganz stark, was jetzt das Thema Gestaltung angeht, Grafisches, ja, diese Schönheit ist ja ein Thema bei den Franzosen, ja. dann das Lembasbrot natürlich, die nehmen sich für alles viel Zeit. und hast du jemanden, der mit dir die Elfen macht? Nee. Oh, schade. Ich möchte, dass du eine Elfenfolge machst. Ja, warte mal, ich hatte noch einen Punkt. Ach genau. Die Elben sind ja auch gute Krieger. Ja? Gut. Ist bei den Franzosen jetzt mal zweimal schiefgegangen, aber das hat ja nichts damit zu tun. An sich, wenn man mal sieht, die Fremdenlegion und so weiter, wenn man mal heute so die französische Armee sieht, das ist ja kein Witz. Das sind ja, die Bundeswehr ist ein Witz. Die Fremdenlegion, das sind hochspezialisierte 8000 Elitesoldaten. Ja, das sind Elitesoldaten, ja, und das ist bei den Elben ja auch so, ja. Lass uns mal zurückkommen zu den Zwergen. Nein! Ich bin jetzt da. Und da bleibe ich jetzt auch. Ja, gut. Aber es passt einfach. Ja. So. Okay. Jo, das waren die Zwerge. Für mich im Fantasy-Kontext, im Rollenspiel-Kontext sehr, also ganz wichtig, also ich finde, das ist mit den Elben freunde ich mich jetzt so langsam an, ja, ich habe die früher komplett abgelehnt und so weiter, aber die Zwerge waren immer so eine Liebe, so, also da, ja, auch auf Midgard 100% tolles Volk und ja, es tropft halt auch wieder Herr der Ringe raus, das muss man einfach sagen. Ne? Ja. Okay, also Thomas, jetzt haben wir aber alles, oder? Ja, ich möchte abschließend noch sagen, es war sicherlich eine der humorigsten Aufnahmen mit dir. Ich habe hier Tränen gelacht. Das, da muss man auch erstmal schauen. Das ist nicht schlecht. Ja, es läuft doch. So muss es sein. Ja, danke. Wie war das bei... Ich mit dem Geoffrey Chaucer oder was? Ich bin die ganze Woche hier. Ja?
Ich weiß nicht mehr, Ritter aus Leidenschaft oder so heißt das. Ritter aus Leidenschaft. Ja. Ja. Musste ich immer dran denken. Jo, okay, Thomas, ich danke dir. Ich habe auch viel gelacht und viel gelernt, auch viel mitgenommen, dass unter der Oberfläche der Zwerge auf Midgard natürlich noch viel, viel mehr steckt. Leider im Moment ein wenig verschüttet und verschlossen, wie die zwergische Kultur halt so ist im Midgard 4. Und ich kann leider, oder muss ich den Zuhörern sagen, ihr werdet vermutlich entweder lange warten auf ein M4-Buch oder viel Geld dafür bezahlen. Also das ist leider im Moment nicht so leicht zur Verfügung. Aber in der Welt gibt es auf jeden Fall ordentlich Material schon mal, mit dem man ein bisschen was machen kann. Und halt in vielen Abenteuern wird auch einiges über Zwerge noch mal ein bisschen ausgebreitet. Hoffen wir mal, dass es jetzt bald mal einen Ruck gibt und mal was passiert. Dass Weland kommt, dass Escher kommt, dass die Zwerge wieder zurückkommen. Und dann wären wir glücklich, oder? Ich teile deine Ansicht voll und ganz. Ja, wäre schön, wenn das jetzt hier 2021 wird, das Jahr von Midgard. Die Welt ist sehr gut gelaufen. Bestiarium ist auch, soweit ich weiß, ganz gut angekommen und so weiter. Das heißt, im nächsten Jahr wird's, ich bin mir ganz sicher, da wird's knallen. Okay, dann danke ich dir, dass du dabei warst in den ganzen Folgen. Immer top vorbereitet, immer den roten Faden behalten, auch wenn ich dann mal ausgeschert bin wie so ein Kriegsbock. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich gehe davon aus, dass wir auch noch weitere Dinge dann zusammen aufnehmen werden, denn ich habe nämlich überlegt, das sag ich dir nach der Aufnahme. Dementsprechend danke ich dir. Ihr findet alle weiteren Informationen unter dem Video in der Infobox. Da lasst ihr auch dann gleich nochmal ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Thomas. Macht's gut, Leute. Und ciao. Alles klar. Tschüss.